Darf ich Ihnen etwas zeigen? Ich bin nur so am Fummeln. Bummeln. Haben Sie was mit Ritzen, Spitzen? Für Ihre Frau oder Ihre Freundin? Was? Sie wird mir... Oh. Ich glaube, ich werde... Oh, das Schlimme bei den Weihnachtseinkäufen in Kaufhäusern ist ja immer die Busenhitze, böse Hitze. Das war mir drin. Ja, Sie haben ja auch einen Mantel an. Ja, habe ich ja. Wie konnte das nur passieren? Es ist kalt draußen. Ja, ist es. Es ist ziemlich mopsig draußen. Ich meine, frostig draußen. Was habe ich gesagt? Mopsig? Ja, aber es ist schon eisekalt. Soll ich etwas für Sie herausnehmen, Sir? Ich habe mir nur gerade was für meine Frau angesehen. Gott möge ihrer Seele gnädig sein. Oh nein, das tut mir aber leid. Oh nein, sie ist nicht tot. Wir sind nur geschieden. Sie ist Vergangenheit. Und ganz bestimmt braucht sie ja gar keine Unterwäsche. Es gibt noch jede Menge Gelegenheit zu einem Besuch. Will also sagen, vor Weihnachten, die Zeit des Baumes, in seinem Ständer. Ich meine nicht ich. Ich habe keinen, wenn Sie mich recht verstehen. Ich mache das ohne Ständer, aber nicht in dem Sinn, wie Sie denken, dass ich es gesagt hätte. Guter alter Nikolaus. Weihnachten ist doch was Gefühlsechtes. Kondome gibt's oben. Was Sie nicht sagen. Mit denen, wenn man die hier fest. Nein, die werden an den Strümpfen fest. Jo. Wollen Sie die haben? Klar. Die hier sind an der Hüfte sehr hoch ausgeschnitten. Sehen Sie? Ich trage sowas auch sehr gern. Da sieht man keinen Abdruck. Man sieht keinen Abriss, nicht wahr, Drucki? Nein. Nein.